Ja, hallo, hallo, grüß euch, servus zur 41. Ortsreportage hier aus Rietz. Ich freue mich auf ein zahlreiches Grüß Gott hier in Rietz. Und hier seht ihr den Lageplan. Das ist keine Wetterkarte, das ist der Lageplan. Rietz hat ja, ist ein, kann man sagen, im Winter, im Februar scheint, ist hier nicht viel Sonne, aber im Sommer ist hier wirklich viel Sonne und ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen zur 41. Ortsreportage hier aus Rietz. Herzlich willkommen. So, was es hier in Rietz alles zu besichtigen gibt, das ist schon sehr interessant, wie hier dieses Kreuz hier. So, hier der Blick Richtung Pfarrkirche Rietz. Der Blick hier. Hat man auch einen schönen Blick zum Munde und nach Delfs. Der Blick Munde und Richtung Delfs. Also wie gesagt, hier nochmal die Pfarrkirche Rietz. So, die Rietzer Pfarrkirche hat auch innen drin geöffnet. Wir haben hier, sind jetzt, ich befinde mich jetzt im Innenraum der Pfarrkirche von Rietz. Da bin ich jetzt gelandet. Die ist sehr schön mit dem Altar. Weiter geht's jetzt bei der 41. Ortsreportage. Das hier ist ein sehr schönes Gemälde, das Sie hier sehen können, die Epoche. Ja, und dieser Brunnen hier in Rietz steht schon seit dem Jahre 2006. Der Dorfbrunnen hier in Rietz. Und für gute Küche sorgt hier das Restaurant Dorferwirt hier in Rietz. Das Restaurant Dorferwirt hier. Und hier sehen Sie den Zaunerhof hier im Bild, der Zaunerhof. Und hier sehen Sie Kinderkrippe hier in Rietz, die Kinderkrippe. So, hier die Feuerwehr von Rietz mit insgesamt 5 Einsatzfahrzeugen, Feuerwehr von Rietz. Bergrettung Rietz und Umgebung hat ja auch den Standort, Bergrettung Rietz und Umgebung. Und auch hier die schönen Blumen, die man hier sehen kann. Ich habe zwar schon mal im Winter eine Ortsreportage gemacht, jetzt habe ich eine sommerliche Ortsreportage hier in Rietz. Und hier sehen Sie den Kindergarten der Gemeinde Rietz, der Kindergarten der Gemeinde in Rietz. So, hier das Barometerlokal, das geschlossen hat, leider. Das hat hier geschlossen. Hier sehen Sie das Gebäude der Volksschule in Rietz. Das Gebäude der Volksschule Rietz. So, das nächste Kreuz, das Sie hier sehen können, hier in Rietz. Eine Veranstaltungsdurchsage, das Frühjahrskonzert der Musikkapelle Rietz am 21. Mai 2022 um 20 Uhr im Gemeindesaal Rietz. Die Musikkapelle Rietz freut sich auf euer Kommen. Wie gesagt, geht das Frühjahrskonzert am 21. Mai. Hier das Gemeindezentrum in Rietz. Gemeindezentrum Rietz, das Sie hier sehen können. So, nochmal zur Erinnerung, das Frühjahrskonzert der Musikkapelle Rietz am 21. Mai 2022, 20 Uhr im Gemeindesaal in Rietz. Interessant, dass es hier in Rietz alles zu sehen gibt, auch dieses Gebäude. Gefällt mir sehr gut mit der Gottesmutter Maria drauf. Auch der heilige Heinrich und der heilige Josef dann auf der anderen Seite. Und die Bemalungen auch sehr schön.
das war's wieder aus Rietz. Ich habe wieder etwas gezeigt von Rietz, das, was Sie interessieren sollte. Und Sie haben wieder einige Sehenswürdigkeiten aus Rietz gesehen. Schade, heute habe ich leider kein Interview durchführen können, aber das beim nächsten Mal. Rietz im Winter eigentlich, nicht viel Sonne, aber im Sommer ist es ein Sonneneldorado für Sonnenfans, im Winter kein Sonne, da ist der Schatten. Denn Rietz liegt im Winter auf der Schattenseite. Das waren wieder interessante Beiträge aus Rietz. Und das war die 41. Ortsreportage aus Rietz. Sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Stefan Wanka und freue mich auf zahlreiche Likes auf YouTube. Und wünsche Ihnen gute Unterhaltung mit diesem Beitrag. Auf Wiedersehen. Grüß dich. Sie sind heute einmal mit dem Radl unterwegs, oder? Ja, öfter einmal. Also, wie gefällt dir so das Rietz und die Umgebung? Ja, ganz gut. Ja? Ich bin jetzt im Rietzer Wald oben gewesen. Ja. Da gibt es ein paar so Waldweg. Ja. Wasserfassung, ja. Da ist zwar ein paar Hütten oben. Ja. Aber schöne Weg. Ja. Und bin öfter am Weg. Also, und machen Sie mehrere so Radtouren, oder? Ja. Ja. So grüne Bank, Anichhütten. Also, Betanichhütte, also. Ja. Ja. Und von wo sind Sie jetzt gerade gekommen? Ja, ich komme durch von Oberhofen. Ja. Und jetzt bin ich da oben gewesen, da bin den Asphaltweg da rausgefahren. Ja. Und ein bisschen vor der Stammsonne jetzt umgedreht. Ja. Und jetzt fahre ich heim. Rietz hat ja gute Lokale, so wie der Dorfer wird. Ja, ist das ein gutes Lokal? Meine ich schon gut jetzt, ja. Ja. Hier bin ich noch nie in Rietz. Ja. Gegenüber vom M-Preis ist das in Rietz. Aber soll es ja gut sein? Der M-Preis ist da oben. Ja. 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 Ja, ja, ja. Dann wünsche ich noch eine schöne Radtour. Danke. Dankeschön fürs Interview. Ich bin bald fertig. Und du musst noch ein bisschen tun. Gell? Ja. Danke, fertig. Ciao.